Yo, herzlich willkommen zu For Show, dem Talk, bei dem es um viel geht, aber irgendwie auch um gar nichts. Heute mit ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt, ein paar random-ass Questions, die ihr mir gestellt habt, auf meiner IG-Story. Ich habe gesagt, ich beantworte die, die ein bisschen länger zu beantworten sind, also wo ich ein bisschen länger brauche, sie zu beantworten. Da mache ich ein kleines Video, das ist das hier. Also, los geht's. Erste Frage, bist du dieses Jahr bei den NBA Playoffs am Start oder straight NFL? NBA Playoffs, ich bin generell bei der NBA nicht hundertprozentig am Start. Ich ahne zwar den Sport, ich gehe selber auch gern ab und zu mal zum Court und ein bisschen hupen und so. Aber so wirklich NBA schaue ich mir erst seit 2-3 Jahren an, seit ich mit Beezy connected bin. Und er hat mich da so richtig auf die Wave gebracht und es macht auch richtig Spaß eigentlich, das auch anzuschauen. Aber ich bin nicht hundertprozentig committed dazu. Ich kenne jetzt mehr Spieler, ich kenne mehr Lineups, ich kenne die Franchises ein bisschen besser. Man fängt an, Teams zu mögen und zu hassen, so in dem Stadion bin ich gerade. Ich würde es honestly LeBron wirklich gönnen, wenn er dieses Jahr die Saison sich den Ring holt, aber wenn er es nicht macht, so I don't care im Endeffekt. It is what it is. Also ich bin auf jeden Fall NFL-Head und das schaue ich mir oder versuche mir so viel wie möglich von NFL zu geben. Bei uns ist es immer ein bisschen ein Problem mit der Zeitverschiebung. Heavy umständlich manchmal, wenn die Spiele erst um 3 Uhr in der Früh anfangen. Manchmal bin ich trotzdem dabei, manchmal geht es sich so aus, dass ich vielleicht mit meiner Work fertig bin und tief in die Nacht vielleicht noch reingearbeitet habe, irgendwas abgemischt habe und dann setze ich mich hin und watche einfach das Game und chill noch mein Leben. Bei der NFL ist es so ein bisschen anders, da gibt es halt eben die NFL Red Zone, da sind fast alle Spiele innerhalb von 7 Stunden reingepackt und da kann ich mir wirklich bis auf 2-3 Spiele, ihr wisst eh, Thursday Night, Monday Night, diese ganzen Spiele muss ich mir nicht unbedingt geben. Da habe ich meistens was Besseres zu tun. Aber Sunday, NFL Red Zone anschauen, das ist eigentlich ein Must. Und da bin ich eigentlich immer dabei. NFL ist halt doch meine Passion. Nächste Frage. Lieblings-NFL-Team. Wie oft schaust du dir die Spiele der aktuellen Season an? Gut, den zweiten Punkt haben wir jetzt schon durch. Ich schaue mir fast ausschließlich NFL Red Zone an. Da geht es wirklich darum, dass ich mir versuche, die Zeit zu sparen. Ich meine, ihr wisst ja, Musik ist ein Business. Und ich muss auch schauen, dass ich mein Business führe und nicht die Zeit verschwende für einen Sport, wo ich eigentlich im Endeffekt nichts daran verdiene oder es mir irgendetwas bringt, außer Knowledge über wer den First Down gemacht hat und wer den Touchdown gemacht hat und welches Team weiterkommt. Und das Lieblings-NFL-Team kann ich jetzt... Ich liebe den Sport an sich so extrem, dass ich an fast jedem Team etwas gut finde. Wenn es jetzt nur ein Spieler ist oder wenn es die ganze Franchise ist oder wenn es einfach der Swagger ist. Früher waren es zum Beispiel die Dolphins, Miami Dolphins, die ich wirklich geahnt habe. Einfach für den Swagger und einfach für die freshen Outfits und dieses Lebensgefühl, was sie mitbringen. Aber ich appreciate wirklich fast jede Mannschaft eigentlich. Sogar die Browns heutzutage mit Odell Beckham und Landry Jarvis und Baker Mayfield. Bin ich auch schon gespannt, wie viel die schaffen, wie viele Siege sie jetzt dieses Jahr noch zusammenbringen und ja. Nächste Frage, ich hoffe, mein Akku geht nicht gleich aus. How do you take care of your energy? Hast du Tipps für Anfänger? Anfänger gibt's nicht wirklich, weil Energy, auf die muss jeder aufpassen, egal ob du Artist bist, ob du Manager bist oder sonst noch was. Der beste Tipp ist, lerne Nein zu sagen, weil wenn du Nein sagen kannst, dann kannst du dem Körper auch die nötige Ruhe geben für alles Weitere. Ja? Dann kann dein Körper auch sagen, Nein ist Nein, da schalte ich jetzt mal runter. Das, was wichtig ist, für das habe ich Energie und für das spare ich mir die Kraft lieber. Oder das muss ich jetzt nicht machen, weil ich mich jetzt nicht zwingen muss dazu, weil ich jetzt blöderweise Ja gesagt habe oder weil ich nicht Nein sagen kann. So, und dann geht das Rad weiter. Also Nein sagen ist wirklich die beste Art, auf sich selbst zu achten. Nächste Frage. Was war von allen Haarfarben, die du am freshesten fühltest? Die fresheste Haarfarbe, die ich bis jetzt am meisten gefühlt habe, war grün. Die hatte ich auch am längsten, also dieses freshe Neongrün. Aber ich wollte auch wieder was Neues versuchen und bin jetzt eben auf Purple, Darker Purple. I don't know why, aber die zwei ahne ich am besten. Ich weiß, es gibt auch noch eine zweite Frage gleich danach. Warte, die beantworte ich gleich hier damit drauf. Welche Haarfarbe wäre undenkbar für dich? Die undenkbaren Haarfarben sind wahrscheinlich Orange, Pink. Ja, das sind wahrscheinlich die zwei, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben machen werde. Aber you never know. You never know. Nächste Frage, die man interpretieren kann, wie man möchte. Drip Level. Wie mein Drip Level ist eigentlich immer drippy.
egal was ich anhab, I don't know, I don't give a fuck, honestly. Drip Level ist immer was er ist, das was ich fühle in dem Moment, das was ich fühle in dem Tag. Ich meine hier Champion unter dem Markenhoodie, unter dem Quipmart Markenhoodie von Beezy. Ist auch noch ein K1X-Shirt. Ich schaue nicht wirklich drauf, es muss matchen, es muss fly as fuck sein. Ich mag es auf jeden Fall, wenn ich Sachen anhab, die nicht jeder anhat, um einfach unique zu bleiben und einfach mir treu zu bleiben, dass ich nicht ein Copycat bin, sondern wirklich mir Gedanken darum mache, was gut ausschauen könnte und nicht einfach random nach dem gehe, was im Internet gerade im Poppen ist oder gerade trendy ist. Nächste Frage. Schaust du Anime, mein Hitter? Letztens habe ich mir sehr wohl auch angeschaut Baki auf Netflix. Das war eigentlich ganz okay. Baki hat mir gut gefallen, weil es halt eben richtig violent war und richtig das Blut ist geströmt von da und dort. Und du denkst nicht daran, dass es jetzt in diese Richtung geht und plötzlich sieht man, wie der Ribcage crackt oder wie das ganze Gesicht eingedrückt ist oder Sachen, die dich einfach schocken. Und das finde ich in Anime dope. Ich watche zum Beispiel Rick und Morty, aber das weiß doch eh jeder, der mich kennt. Sonst hätte ich auch den Track nicht rausgebracht. Ich watche zum Beispiel F is for Family. Was watche ich denn noch alles? Diese ganzen coolen animierten Sachen. Aber es ist halt nicht Anime für mich, meiner Meinung nach. Animiert macht es einfach nochmal ein bisschen interessanter. Und man kann gewisse Szenen nochmal ein bisschen stärker darstellen, als es im normalen Leben möglich ist, sie darzustellen. Ich glaube, wir könnten zur nächsten Frage gehen. Wie bist du auf MBeezy und die GODG gestoßen? Wie ich Beezy kennengelernt habe, das wissen die meisten schon. Die, die es nicht wissen, können sich bei Heat Vienna den Podcast geben. Da habe ich das alles genau erklärt. Wie ich auf die GODG generell gestoßen bin, ich glaube, wie jeder andere auch. Niemand ist am Moneyboy vorbeigekommen. So, ob es jetzt ein Song war oder ob es eine Schlagzeile war von ihm. Und ich bin ja auch von der same city. Ich bin ja auch aus Wien, so wie Beezy es ist. Da hast du keine Möglichkeit gehabt, an Moneyboy vorbeizukommen. Das war einfach, war und ist noch immer Nonplusultra. Zähl da echt keine anderen Rapper dazu, weil es auch nicht mein Vibe ist. Alle anderen Rapper aus Wien, zumindest die damals da waren, war nicht mein Vibe. Und mit ihm habe ich mich am besten identifizieren können und seinen Vibe habe ich am besten geahnt. Und darum habe ich halt auch aktiv versucht, mit ihm zu connecten, was dann halt zufällig doch alles so zustande gekommen ist, wie besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Ich durfte ihn echt persönlich kennenlernen und dafür bin ich halt auch dem Universum einfach dankbar, weil das eine Bereicherung war für mein Leben. Ich hoffe, dass ich ihm auch etwas geben konnte damit, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich in dieser Lane bin und nicht irgendeine andere Lane einschlagen musste oder mich mit irgendeinem anderen Künstler abgeben musste, den ich gar nicht so feiere, wie ich jetzt ihn feiere. So. Nächste Frage. Hast du sie finessed wie Randy Moss? Ja klar habe ich sie finessed wie Randy Moss. Na klar, was denn sonst? Sonst würde ich es nicht rappen. Du weißt Bescheid. Ich weiß auch, wer diese Frage gestellt hat. Und ich weiß auch, dass es eher eine Fun-Question ist. Aber viele wissen ja gar nicht, dass ich sie for real finessed habe wie Randy Moss. Wenn ich ein Video finde, dann blende ich das hier nochmal ein. Das war eine dope Zeit auf jeden Fall. Meine Football-Karriere damals. Die 8 Jahre, in denen ich gespielt habe. Und alle möglichen Länder bereist habe damit. Und für die, die nicht wissen, was sie Mossen heißt. Grundsätzlich Randy Moss, ein Wide Receiver, der jetzt retired ist schon, also damals gespielt hat, mega gut war. Bei den Patriots unter anderem gespielt, bei den Vikings unter anderem gespielt. Und sein Signature Move war eben, dass er die Bälle über seinem Verteidiger gefangen hat. Dass er einfach höher gesprungen ist als alle anderen und einfach quasi den Ball ihnen weggeschnappt hat. Wo sie geglaubt haben, sie catchen den schon und sie intercepten den schon, aber Randy Moss ist dann mit seinen fucking long ass arms gekommen und mit seiner Sprungkraft und hat die einfach übersprungen und hat sich den Ball einfach geholt. Und diese Mentalität habe ich auch geliebt und auch Gott sei Dank war ich halt auch einer von diesen Spielern, die das des Öfteren gezeigt haben. Wenn du das richtige Mindset in der Situation hast, dann wird dir das Richtige passieren. Dann wirst du den Ball fangen oder dann wirst du einfach besser sein als die anderen. Wenn du an dich glaubst und wenn du an die Situation glaubst, dann wird es einfach passieren. Wer gewinnt die US-Wahl 2020? God damn. Die US-Wahl 2020. Ich habe da schon so meine Ideen. Jetzt ist ja nur noch Biden und Trump im Rennen. Ich watche den Shit jeden Tag. Ich kann gut verstehen, dass sie einfach fed up von dem System waren, dass sie einfach verarscht werden und dass sowieso nie was erreicht wird oder nie auf die Mittelklasse geschaut wird und einfach der Spalt immer größer wird. Aber es muss jetzt mal auch reichen. 4 Jahre Trump, die Leute müssen eigentlich schon erkennen, dass er einfach null Ahnung von Politik hat. Die Leute müssen erkennen, dass er in einer Tour lügt
ununterbrochen. Er lügt ununterbrochen. Also crazy. Man kann ihn gar nicht schnell genug fact-checken. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Er sagt eine Lüge und bevor du rausgefunden hast, ob das echt ist oder nicht, bevor du die Statistiken rausgefunden hast, bringt er dir die nächste Lüge. On top of the next lie. On top of the next lie. He keeps going. Das ist crazy. Das ist crazy. So verwirrt, wie die Menschen in Amerika mittlerweile sein müssen, die sind ja in diesem, stell ich das vor, das ist ja wie NBA, wie so ein Bubble. Die Normalität ist Trump. Trump ist seit 4 Jahren Normalität und ich hoffe, dass die Leute das nicht einfach akzeptieren, sondern noch immer eine Art Gespür haben, okay, das ist einfach zu weit gegangen. Das ist einfach zu weit. So, das Experiment, einen Nicht-Politiker als Präsident zu wählen, ist gescheitert im Endeffekt. Er hat dann trotzdem gewonnen. Seine Wähler waren trotzdem wählen. Egal wie gut oder schlecht Biden ist auch kein perfekter Mensch. Ich will nicht sagen, was Biden nicht alles, was er nicht vielleicht gemacht hat oder da gibt es auch so kleine Gerüchte. Biden ist nicht der perfekte Präsident oder der perfekte Kandidat für das Ganze, aber ich glaube, er kann das Schiff wieder auf den richtigen Kurs bringen, zumindest so lange, bis ein besserer Kandidat kommt, vielleicht mal ein jüngerer Kandidat, weil das ist ja lächerlich. How much do you bench, bro? Ja, früher war das immer wichtig, vor allem wie ich noch Football gespielt habe, wie viel man benchpresst, vor allem wie viel man 100 Kilo benchpresst, wie oft, weil das halt einfach auch ein Test von dem NFL Combine war und da waren wir immer ganz verrückt darauf, da wollten wir immer wissen, wie schnell sind wir auf die 40 Yards, wie oft kann man die 100 Kilo Bank drücken, das ist kein Live-Goal mehr von mir, ich werde euch am Laufenden halten. So, gibt's noch eine Frage? Ich glaube, eine habe ich mir noch für das Ende behalten. Glaubst du daran, dass jeder Mensch einen Sinn hat? Das sind auf jeden Fall Fragen, die ich haben will. Glaubst du daran, dass jeder Mensch einen Sinn hat? Ich würde schon sagen, dass jeder Mensch einen Sinn hat, ganz sicher sogar, weil selbst die Menschen, die mit dem Leben strugglen, die haben den Sinn, uns das Leben zu erklären, indem sie den Schmerz haben, selbst wenn es so weit geht, dass sie das Leben nicht verstehen und einfach nicht mehr in diesem Leben bleiben können, das ist trotzdem eine Life-Lesson für die ganze Welt. Es verpufft nicht einfach so. Es ist trotzdem eine Energie, die dieser Welt gegeben wird, eine Schwingung, die dieser Welt gegeben wird, oder die uns gegeben wird, uns allen, die wir auf dieser Welt sind. Wenn der Sinn darin besteht, dass wir dadurch besser werden, dann hat das schon Sinn. Ja, also selbst jemand, der mit dem Leben kämpft und keinen Sinn sieht, macht Sinn für andere Menschen. Und die, die einen Sinn haben, beziehungsweise glauben, einen Sinn zu haben, sich etwas finden, gut in etwas sind. Ihr wisst, was ich meine. Die Menschen, das ist obvious, das ist ja offensichtlich, dass es so aussieht, als hätten sie einen Sinn. Aber wir alle haben nicht weniger oder mehr Sinn. Wir Menschen müssen Sinn machen für uns als Gemeinschaft. Also natürlich, jeder hat Sinn. Aber der Sinn liegt eher im größeren Ganzen. So als Schlusswort kann man sich wirklich von jedem Menschen, dem man im Leben begegnet, etwas rausnehmen und daraus lernen. Und das ist dann halt der Sinn. Jeder Mensch hat einen Sinn und ich hoffe, jeder Mensch findet auch aktiv einen Sinn, der ihn erfüllt als Mensch. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für die erste Folge von For Show, For Show. Hat mich sehr gefreut, mit euch ein bisschen zu quatschen. Ihr könnt mir natürlich in die Comments schreiben, was ihr denkt. Habt ihr vielleicht eine andere Meinung zu einem gewissen Punkt, den ich hier angesprochen habe, zu einer Frage, die ich hier beantwortet habe? Mir macht es extrem Spaß, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, vor allem unscripted, ohne dass ich jetzt irgendwie was aufschreibe, mir vorher Ideen mache darüber. Ich setze mich hin, ich schaue mir die Fragen an und das, was ihr von mir hört, das ist for real das, was ich denke. Mein erster Gedanke, der mir kommt. Ich hoffe, ihr lernt mich ein bisschen besser dadurch kennen und ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was dazu lernen durch eure Antworten. Schaltet auf jeden Fall ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt For Show, For Show, die Show. Das könnte bleiben, ha? Huh? Das wäre ein gutes Slogan, ich schwör's. Ist mir gerade eigentlich, ich schwöre dir, das ist das Beste, was man machen kann. Einfach mal ein bisschen reden. Also, habe ich auch gleich einen Slogan. Ja, und nicht vergessen, neue Single mit Moneyboy, Viele Ties, ist jetzt online. Auf YouTube gibt's das Video, auf allen Streaming-Plattformen gibt's das Audio. Puttet es in eure Playlist. Auf YouTube könnt ihr Comments dalassen, Like dalassen. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich schwöre, ihr könnt mir auch eine DM da lassen. Ich weiß noch nicht, wo ich das hochlade. Ich nehme mal an auf IG und auf YouTube. Alles klar, we out this bitch. Mic drop. Stellt's euch vor, weil ich will mein Mic nicht kaputt machen.